Wenn man hier auf dem Camino das Vertrauen hat, Gottvertrauen, also die Dinge ereignen sich wirklich, im Kleinen wie im Großen. Und ich bin da jetzt nicht so drauf eingegangen, weil das ja auch meine sehr persönlichen Sachen sind. Es ist natürlich auch nicht für jeden so spektakulär wie vielleicht für Habe Kerkeling. Aber die Dinge ereignen sich. Auch für die, die da gar nicht in Bewusstheit rangehen, die sich aber entschieden haben, hier diesen Weg zu gehen. Und letztlich ist der Weg ja auch das Ziel, die Reise, darauf kommt es an. Darf man auch vor Santiago nicht vergessen, wenn da einfach immer nur noch der Endspurt und so viele Kilometer bis zum Ziel. Und ich wollte mal zeigen, ich habe gleich zu Beginn an der Pforte eines Klosters wirklich eine große Handvoll solcher kleiner Schmetterlinge hier gefunden. Gar nicht mehr für mich selbst, sondern tatsächlich, ja, um das schon zu geben in den Begegnungen hier auf dem Weg, um das schon in Gott, für andere zu sein. Und wenn ich ganz losgelassen habe, dann war ich wirklich schon ein guter Wegbegleiter für manch einen, für ein kleines Stück Berührung und Wandlung. Als ich sie gefunden habe, habe ich mich einfach nur gefreut, habe sie aufgelesen und mitgenommen. Es war erstmal mein Geschenk, ja, was ich jetzt eben dann auf dem Weg weiter verschenken durfte. Und wenn wir Gottvertrauen haben, können wir vielleicht, nicht vielleicht, das ist eine Erkenntnis in meinem Herzen, die mir auf dem Weg auch gekommen ist. Dann dürfen wir auch jetzt Gottvertrauen haben. Es geht ja um die Rückbindung der Menschheit zu Gott. Die Rückbindung in Gott. Und vielleicht läuft eben ja doch irgendwie da auch diesbezüglich alles nach Plan. Gottes Plan. Natürlich haben wir Menschen einen freien Willen. Wir können vieles voranbringen, kaputt machen, in den Sand setzen. Aber letztlich, auch damals zu Lebzeiten von Jesus Christus, Judas hatte seine Rolle in dem Plan. Barabbas, Bar heißt Sohn und Abbas heißt Vater, hatte seine Rolle in dem Plan. Pilatus. Und letztlich war es doch auch wieder eine Menschheit, die befreit, die hochgeführt, die gereinigt, die geheilt werden musste, für die Jesus Christus gekommen und durch diesen Kreuzestod hindurchgegangen war. Und ich meine, das ist ja auch immer noch da in der Welt. Diese Kraft existiert seitdem ungebrochen. Und ich wollte nur mal sagen, wenn wir Gottvertrauen haben, in Erinnerung an die Ereignisse von damals, vielleicht dürfen wir auch heute davon ausgehen, dass es diesen göttlichen Plan gibt, dass jeder seine Rolle darin hat. Judas hatte auch seine Rolle. Ich weiß, in der Kindheit habe ich das nie verstanden, weil ich immer dachte, ja, wenn er dafür geboren ist, wenn er das tun musste, wenn er sehen war, dann kann man ihn ja auch nicht dafür in negativer Weise zur Verantwortung ziehen. Eben, vielleicht entspricht das ja auch alles dem Plan. Natürlich kann man es vielleicht schneller oder weniger schnell erreichen. Man kann es auch verfehlen. Das ist wohl leider immer möglich. Aber es ist einfach nochmal mein Aufruf. Gott vertrauen. Und das in die Welt setzen. Im Gebet, in Begegnungen, diese Agape, diese Liebe. Ich meine, wer ist schon fähig zu bedingungsloser Liebe? Aber auf jeden Fall auch diese Begeisterung, alles das in die Welt bringen. Kinder haben es noch, das Erhalten, das Bewahren, Gott vertrauen, in die Welt bringen und erhalten.